Martin, willkommen zu Imker von Anfang an, Teil 57. Ich weiß nicht, wie lange das Video gehen würde, aber ich denke mal eher ein bisschen kürzer, weil in diesem Teil geht es nur um den Honigraum, beziehungsweise das Arbeiten mit dem Honigraum, beziehungsweise wie ich mit dem Honigraum umgehe. Wie gucke ich rein oder wann gucke ich rein, wann drehe ich um 180 Grad, komme ich später nochmal zu, warum drehe ich nicht um 90 Grad, wann kommt der zweite Honigraum drauf und so weiter. Darum geht es in Teil 57. Zeigen möchte ich euch das Ganze an meinem größten Volk. Das ist dieses hier. Das hat sich schon nach der Auswinterung hat sich das schon rausgestellt, dass dieses Volk hier am größten werden wird. Da war einfach richtig viel Bienenmasse am Anfang drin. Die Waben, das Schieden. Das Volk war auch schon, glaube ich, direkt nach dem Einengen auf vier Waben, also vier Brutwaben geschiedet. Das war auf jeden Fall ein relativ großes Volk. Und hat auch mittlerweile am schnellsten diesen Honigraum voll gemacht, beziehungsweise wie voll der ist, schauen wir jetzt mal rein. Aber daran möchte ich euch mal das Arbeiten mit den Honigräumen erklären. Und wir schauen nachher mal in ein kleineres Volk von mir rein, wo auch der Honigraum schon drauf ist. Dazu aber später mehr. Diesen Volk habe ich am 10. April den Honigraum gegeben und totes Bienchen. Und ihr wisst es ja, ab dem, ich weiß es gar nicht mehr, wann das war, ich glaube 7 Tage später kam dann diese Kältewelle. Das heißt, es wurde gerade mal am Anfang irgendwie 3, 4, 5 Kilo eingelagert. Dann kam diese anderthalb Wochen Kältewelle. Und jetzt geht es richtig ab. Wir haben heute den, scheiße, kein Datum drauf. Wir haben heute, was haben wir denn heute? Wir haben heute den 3. Mai. 1. Mai, 2. 3. Nee, den 4. Mai sogar. Und ich schaue mal rein, wie es in dem Raum aussieht. Ihr seht schon, der ganze Honigraum ist prall gefüllt mit Bienen. Das einzige Problem bei Honigräumen ist, dass hier jetzt kein Rauch drauf gehört. Deswegen warte ich kurz, bis ich die Damen nach unten verziehen. Rauch deshalb nicht, weil der Honig nimmt Gerüche auf und somit würde der Rauch, wenn man da richtig Gas geben würde, würde der Honig dann etwas rauchig schmecken und das will natürlich keiner. Da mir das Ganze aber jetzt viel zu klebrig ist, werde ich mir auch Handschuhe anziehen. So, ihr seht also, jede Wabengasse ist voll besetzt. Hier sieht man dann, dass die Dickwaben schon rausgezogen werden. Dickwaben aus diesem Grund, weil normal passen in die 12er, da dann breite ja 12 Rähmchen rein. Der Honigraum bei mir ist auch nur mit 10 Rähmchen bestückt, aus diesem Grunde, dass die dann Dickwaben machen können. Normal würden die ja alle eng aneinander hängen. Aber da hier die Möglichkeit besteht, für die Bienen Dickwaben zu machen, das heißt, die Bienen ziehen diesen Raum der Wabe weiter raus als das Rand des Rähmchens, nehmen die das gerne an und machen halt diese Dickwaben, wie man es hier wunderbar sehen kann. Aufgrund der klebrigen Angelegenheit hier habe ich mir jetzt auch mal Handschuhe angezogen. Also normalerweise würde ich jetzt einfach nur hier unten anknippen, wenn ich das Volk ja eh durchschaue. Und vom Gewicht her, wenn ich es hochhebe, merke ich schon, wie schwer der Honigraum ist und weiß schon zu entscheiden, ob ich einen zweiten draufsetze oder nicht. Das merke ich auf jeden Fall einfach im Rücken, je nachdem wie viel der Rücken gerade heben muss, ob der jetzt 5 Kilo heben muss oder ob der 15 Kilo heben muss. Gibt mir das Signal, ja, da muss ein neuer drauf oder nicht. An sich sagt man, wenn so ein Honigraum hier wenn ein Honigraum drei Viertel eingelagert ist, sollte man erweitern, damit noch die Damen entsprechend Zeit haben, sich oben in den nächsten Honigraum einzufinden und dort gegebenenfalls noch auszubauen. Also hier die Wabe ist jetzt so eine klassische Wabe, die ist drei Viertel ausgefüllt. Da fehlt noch ungefähr so 3 mm bis oben, gegebenenfalls noch eine Dickwabe dran und dann wird noch verdeckelt. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz drauf. Jetzt nehmen wir uns mal eine direkt aus der Mitte. Ja, ja, die werden jetzt alle ein bisschen nervös. Wir haben jetzt auch 6:15, also ist nicht mehr die beste Uhrzeit momentan. Es wird schon ein bisschen kälter wieder. Es ist zwar noch schön warm und die Sonne scheint, aber es wird etwas kälter. Und dementsprechend sind die Damen etwas aufgeregter. Ja, das ist dieses gleiche Grün. Ich habe jetzt schon gehofft, eine verdeckelte zu finden, aber hier auch noch nicht der Fall. Ist ein bisschen voller als die gerade, aber auch noch nicht verdeckelt. Gucken wir, ob ich jetzt noch eine verdeckelte finde. Hier auf der Wabe geht es ganz langsam los mit dem Verdeckeln da oben rechts in der Ecke. Aber trotzdem jedes Rähmchen locker 3/4 gefüllt. Und somit für mich hier ein klares Anzeichen, einen zweiten Honigraum drauf zu geben. Man könnte jetzt bestimmt nur noch 1-2 Tage warten. Aber die nächsten Tage sollen so trachtreich werden. Das heißt Temperaturen über 20 Grad. Und ich fahre heute Abend bis Sonntagabend nach Holland. Deswegen packe ich hier jetzt schon mal, auch wenn ich jetzt noch einen Tag warten könnte, den zweiten Honigraum drauf, damit der auf jeden Fall
in den nächsten Tagen mit angenommen wird und dort gut eingelagert wird. Weil wenn es jetzt mal richtig warm wird, dann ist der Rest von dem Honigraum hier ruckzuck vollgelagert. Das heißt, bestimmt 5-6 Kilo pro Tag gehen hier dann rein, wenn die sich richtig anstrengen. Oder auch noch mehr. Ich weiß jetzt, ob die Zahl nicht, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Aber da wird dann richtig viel eingelagert. Und bevor dann auf einmal morgen oder Freitagabend der Raum voll ist und wir keinen Platz mehr haben, setze ich jetzt schon den Honigraum drauf. Ist ja auch dreiviertel gefüllt. Hier ist also jetzt der zweite Honigraum drauf. Die Rähmchen sind auch wie beim ersten Honigraum im Kaltbau aufgesetzt. Das hat für mich einfach den Grund, weil es für mich keinen Unterschied macht, ob der gerade drauf sitzt oder um 90 Grad versetzt. Ich kann das auch kurz nochmal erklären. Den Imkermeister, den ich gefragt habe, also ich selber habe keine Erfahrung damit, ob es was bringt, wenn ich 90 Grad versetzt drauf setze oder nicht. Aber der Imkermeister, wo ich gelernt habe, der hat schon, was weiß ich, 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel mit da dann und hat gesagt, letztendlich ist es egal. Er hat auch keinen Unterschied festgestellt, außer wenn ich die Rähmchen, jetzt habe ich natürlich ein schlechtes Beispiel, wenn ich die Rähmchen 90 Grad versetzt draufsetze, er hat es dann schon gemacht, dann würden die Bienen wohl, wie es jetzt gerade hier auf dem Rähmchen der Fall ist, bis hier unten reinbauen. Das heißt, hier diese unterste Wabe schließt dann mit dem Holzrähmchen ab. Seine Erfahrung ist dann, wenn er die im Kaltbau draufgesetzt hat, ist das nicht passiert. Das heißt, hier war so ein Tal. Bevor es also unten an das Ende des Rähmchens geht, knickt die Wabe so ein, dass man hier so ein Tal hat. Das war der einzige Unterschied, den er bemerkt hat. Und deswegen ist mir eigentlich egal, ob 90 Grad versetzt oder nicht. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Aber das ist das Einzige, was er, die einzige Beobachtung, die er gemacht hat. Und somit für mich keine weitere Überlegung wert. Ich setze die Dinger einfach im Kaltbau drauf. Ist für mich nicht schlüssiger, aber ich finde es angenehmer, wenn es durchgehend einen Spalt nach oben gibt. Keine Ahnung, kann man bestimmt auch ändern. Der Biene wird es letztendlich egal sein, ob die so rumkrabbelt dann oben rein oder wieder so rum weiterkrabbelt. Bleibt jedem selbst belassen. So mache ich es und so klappt es. Schauen wir uns dann auch direkt mein schlechtestes Volk an, wo am wenigsten Bienenmasse ist und wo am wenigsten eingetragen wird. Bevor ich also überhaupt merke, ja, was heißt bevor ich überhaupt merke, bevor der Honigraum jetzt ein Dreiviertel voll ist und ich einen neuen draufsetzen kann, merke ich immer, also fühle ich ja, wie voll der Honigraum ist. Und da ich ja die Völker schiede, das heißt mit angepasstem Brutraum imkere, ist für mich jetzt noch ein weiterer Grund, den Honigraum nicht 90 Grad versetzt draufzusetzen, weil, das sieht man hoffentlich jetzt hier ganz schön, also von oben sehe ich es schon. Wie gesagt, dieses Volk ist mein kleinstes Volk. Und hier sieht man jetzt schön, was ich meine. Ihr seht genau, wo das Volk sich befindet. Das heißt, das Volk ist auf diesem Bereich ungefähr geschiedet. Das heißt, ich persönlich habe die Intention, dass die Rähmchen immer voll gemacht werden, damit ich volle Rähmchen schleudern kann. Und wenn ich den um 90 Grad aufsetzen würde, dann würden die mir erst, wenn das Volk hier sitzt, die eine Hälfte des Rähmchens voll machen. Dann muss ich den Honigraum drehen. Und dann machen die mir die andere Seite des Rähmchens voll. Wenn der Honigraum also jetzt so drauf liegen würde, dann würde mir das Volk hier den Bereich voll machen. Dann muss ich den Honigraum um 180 Grad drehen. Und dann macht mir dieses Volk hier den Bereich voll. Oder ich lasse den die ganze Zeit drauf, dass die irgendwann dann mal darüber gehen. Dann sind die aber über dem Trommelraum. Ich weiß nicht, ob die noch weit genug hier rüber gehen, um hier auch voll zu machen. Für mich ist es sinnvoller, wenn ich das Ganze dann im Kaltbau drauf habe, sodass dann diese Seite des Honigraums voll gemacht wird. Und danach dann, wenn ich den Raum um 180 Grad drehe, diese Seite hier voll gemacht wird. Das heißt, wenn die Seite hier voll ist und plötzlich ist keine Tracht mehr da, dann habe ich wenigstens 5 volle Rähmchen, die ich schleudern kann, anstatt 10 halbvolle Rähmchen. Ich weiß jetzt nicht, ob das klar genug war. Schaut es euch am besten nochmal an, aber so ist meine Absicht dahinter, warum ich im Kaltbau aufsetze und warum ich dann um 180 Grad drehe. Hier seht ihr ja wunderschön, hier in dem Bereich in die Bienen, da ist auch Action, da wird eingelagert und schwenke ich weiter rechts rüber, ist nichts mehr los. Gut, das Volk ist etwas schwächer, aber hier ist einfach nichts los, weil die Bienenmasse fehlt und die sich alle hier befinden und dort fleißig eintragen. Das heißt, auch hier muss ich ja zur Kontrolle den Honigraum abnehmen und dann merke ich, wie das Ganze sich verlagert hat. Ich hebe also jetzt den Honigraum an und merke sofort, dass hier auf der linken Seite, wo der Daumen ist hier, dass es dort viel schwieriger ist. Und jetzt merke ich so, wie viele Kilo sind da drin? Vielleicht 5 Kilo oder 6 Kilo. Das reicht jetzt für mich, um den Honigraum zu drehen, weil ich, wie gesagt, ja auch gleich in den Urlaub fahre und deswegen schon mal vorsorgen will. Das heißt, ich drehe den ganzen Bereich um 180 Grad. Zack. Aufsetzen. So. Jetzt habe ich zwar hier die Bienen,
Aber die wandern jetzt im Laufe der Tage wieder mehr und mehr hierüber und machen hier den Bereich voll. Sodass dann hoffentlich nach den warmen 4-5 Tagen der ganze Raum voll mit Honig gefüllt ist und ich dann einen zweiten Honigraum draufsetzen kann. Hier nochmal die Draufsicht von oben. Jetzt sind die Bienen alle rechts, weil ich um 180 Grad gedreht habe. Aber jetzt ist ja auch noch hier der komplette Bereich frei, der voll gemacht werden kann. Und da jetzt noch locker 2 Wochen Raps sind, gehe ich davon stark aus, dass der Bereich auch gefüllt ist oder gefüllt wird. Und ich somit dann 10 komplett verdeckelte Honigrämchen habe. Wem das jetzt noch alles zu schnell ging, nochmal kurz zusammengefasst. Wenn ich an die Völker gehe, wenn ich in die Völker schaue, um eventuell zu erweitern oder wie auch immer, oder Schwarmkontrolle zu machen, dann muss ich ja zwangsläufig immer den Honigraum abnehmen. Wenn ich den Honigraum abnehme, und das ist jetzt nur einer drauf, dann merke ich, in welcher Richtung, also wenn wir noch ziemlich früh, wenn das der erste Honigraum ist, so jetzt im April, Mai, der Raps, dann merke ich ja, wie gerade hinten gezeigt, auf welcher Seite sich der kippt. Wenn er sich stark, also man merkt, man hat es im Gefühl, das müsst ihr mir glauben. Irgendwann habt ihr ein Gefühl, wie schwer ein Honigraum ist, wie viel da drin ist. Wenn ich merke, oh, die eine Seite ist schon ziemlich belastet, dann drehe ich, erweitert habe oder wie auch immer, drehe ich den Honigraum um 180 Grad und setze ihn wieder drauf. Das ist für mich der Grund, warum ich nicht in 90 Grad aufsetze, beziehungsweise der Grund ist, dass ich immer das volle Rähmchen genutzt bekomme. Wenn ich ja um 90 Grad versetzt aufsetze, dann immer erst das halbe Rähmchen, ne? Hier nochmal zur Anschauung. Wenn ich im Kaltbau aufsetze, wird das ganze Rähmchen vom Volk, was da drunter liegt, bearbeitet. Und wenn ich um 90 Grad aufsetze, versetzt aufsetze, dann wird nur das halbe Rähmchen voll gemacht. Passiert irgendwie eine Trachtlücke oder sowas, muss ich ein halbes Rähmchen im Zweifel schleudern. So ist meine Theorie. Kann natürlich auch anders klappen, dass wenn ich ihn 90 Grad draufsetze, es komplett voll gemacht wird. Gut. Unterschied zwischen Theorie und Praxis. So klingt es für mich am sinnvollsten. Das heißt, ich kann auf jeden Fall immer ein volles Rähmchen schleudern. Und auch der Imkermeister sagte, was er beobachtet hatte, er sieht nur, dass die bis unten hier zubauen, anstatt dieses Tal zu bauen. Ja, also das ist der Grund, warum ich nicht um 90 Grad drehe. Also, wenn ich festgestellt habe, okay, 90 Grad ist gedreht, wenn ich festgestellt habe, okay, muss um 180 Grad gedreht werden, drehe ich das, vielleicht eine Woche später, gucke ich wieder rein, Schwarmkontrolle oder Erweiterung, pipapo, dann merke ich, der ganze Honigraum ist natürlich schwer, weil die andere Seite jetzt auch gefüllt wurde. Und dann packe ich, wenn der Honigraum um 3/4 gefüllt ist, einen neuen Honigraum drauf. Das Volk ist in dieser Woche ja auch wieder stärker geworden und rückt auch immer mehr wieder in den alten Bereich rein, um da auch zu verdeckeln. Also das ist kein Thema. Ihr bekommt den ganzen Honigraum auf jeden Fall verdeckelt mit dieser Methode. Wann schleudere ich jetzt? Achso. Und das Ganze dann, wenn ich 2 schon drauf habe und der zweite ist auch 3/4 voll, dann kommt da sogar ein dritter Honigraum drauf. Aber das ist bei mir persönlich jetzt eher selten der Fall gewesen. So, wann schleudere ich jetzt ab? Der Raps sollte auf jeden Fall zwischengeschleudert werden. Der blüht meistens 4-6 Wochen. Nach 4 Wochen solltet ihr aber die erste Zwischenschleuderung durchführen, da der Raps nach 4 Wochen schon beginnt, in den Zellen selbst zu kristallisieren. Das heißt, ihr bekommt den Raps dann nicht mehr geschleudert, wenn ihr zu spät dran seid. Das heißt, nach 4 Wochen immer mit Refraktometer, immer 18% Wassereinteil natürlich eingehalten, sortiert ihr die meisten Waben raus, die schon verdeckelt sind und trocken sind, schleudert die ab und ihr habt den Honig auf jeden Fall im Hobok und nicht kristallisiert in den Zellen. Dann noch 2 Wochen den Honigraum drauflassen, also den nächsten Honigraum drauflassen und den Rest auch abschleudern. Bei der letzten Tracht solltet ihr halt darauf achten, wenn nichts mehr da ist, dann fangen die Bienen langsam wieder an, den eingelagerten Honig wegzufressen. Das heißt, wenn ihr die Rähmchen da drin habt und hier drunter das Brutnest ist, dann seht ihr, dass die anfangen, hier diesen Bereich wegzufressen. Das ist dann quasi der erweiterte Brutraum. Daran erkennt ihr also, im Volk ist nichts mehr drin an Futter. Die benutzen den Honigraum jetzt als ihre Reserve und fangen an, hier wieder wegzufressen. Das sollte für euch dann das Anzeichen sein, auf jeden Fall den Honigraum abzunehmen, abzuschleudern und einzufüttern. So, ich hoffe, das war jetzt alles irgendwo verständlich. Ich habe zwar ziemlich schnell geredet, aber ist auch ziemlich viel Theorie. Aber wenn man das Ding einmal verstanden hat, ist es auch wieder wie immer kein Thema mehr. So gehe ich persönlich mit dem Honigraum rum. So arbeite ich mit den Honigräumen. Hat bisher auch alles wunderbar geklappt und ihr seht schon, es sind schon teilweise 2 Honigräume drauf. Das heißt, hier wird jetzt endlich ordentlich eingetragen. Wenn ihr Fragen habt, kommt in einen entsprechenden Livestream oder stellt die Fragen unten in den Kommentaren. Gebt den Daumen nach oben für den Support, abonnieren nicht vergessen und ist zwar wahrscheinlich doch ein bisschen länger jetzt geworden, weil ich so viel geredet habe, aber soll ja auch irgendwo verständlich rüberkommen. Also, so viel von meinen Honigräumen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.